Ja, wir sind da in Steierland, in Sierning. Wir stehen vor einem typischen Traumviertler Vierkanthof. Ich bewirtschafte mit meiner Frau 70 Hektar. Davon haben wir Zuckerrübe, Futterrübe, Mais, Silomais und Weizen. Die Futterrübe und den Silomais vermarkten wir selber. Das führen wir direkt zu den Grönlandbauern in Steiertal und in Senztal. Weizen führen wir zum Händler und Zuckerrüben werden eh angeholt. Ich ackert einfach gern und ich denke mir, die Wurzelankräuter und die Ernterückstände, das gehört schon in Engarbeit und es ist einfach eine schöne Arbeit. Und darum habe ich mir auch wieder einen neuen Pflug gekauft. Ich habe vorher einen Böttinger gehabt und mit dem war ich sehr zufrieden. Jetzt haben wir beim Traktor haben wir ein wenig getauscht, ein wenig größer gemacht. Jetzt haben wir dann auf einen stärkeren Pflug umgestellt. Darum haben wir sie entschieden, dass wir sie einen neuen gekauft haben. Die neuen Pflüge, die arbeiten jetzt schon bis 3 Meter, also 60 pro Schar. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil dann kann man gleich direkt nachbauen mit der 3-Meter-Kombination. Ja, die Verstellung gegenüber Mitbewerbern, die einen Schlitten haben, ist das von Böttinger mit dem Einstellzentrum. Da ist die erste Schar auch gleich auch mitverstellt, wenn man den Vario zusammenfährt und voneinander. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und darum haben wir sich ja da für den entschieden. Das mit dem Wenden ist jetzt ein Riesenvorteil mit dem Endschwenkzylinder, dass man einfach nicht mehr die ganze Breite zusammenfahren muss beim Wenden und das geht jetzt weit schneller und das ist eine tolle Lösung. Und man muss auch nicht schauen, dass der Oberlenker eingefahren ist, dass er Murz in der Höhe ist. Der schwenkt einfach in jeder Lage, auch wenn man ganz tief ist. Das ist eigentlich ein Riesenvorteil bei dem Pflug jetzt. Wir haben ihn im Frühjahr gekriegt heuer. Da haben wir gleich einmal 1 Hektar Feldfutter umgegackert und da haben wir ihn gleich einmal probiert und eingestellt. Da war ja von der Firma einer da und das hat ganz gut hingehört. Mit den Scheibenschäler und Vorschäler, ja, aber so wie es drauf hat, macht es ein schönes Pflugbild. Und jetzt im Herbst, jetzt fahren wir richtig los damit. Jetzt haben wir angefangen. Erfolgreicher mit Böttinger.